So, jetzt geht es nach Gangelt in die Abstrichstelle des Deutschen Roten Kreuzes. Und da schauen wir einmal, was uns die Mitarbeiter vom Roten Kreuz in Gangelt zu sagen haben. Kommt mal mit. So, guten Tag. Wir sind hier in Gangelt. Und wo genau wir in Gangelt sind, das erklärt uns jetzt der Kai Blüthmann vom Deutschen Roten Kreuz vom Ortsverband Heinsberg ist es gewesen. Ne? Der Kreisverband Heinsberg, genau. Kai Blüthmann, mein Name. Ich bin hier tätig als Mitglied der Kreisverwaltschaftsleitung und wir befinden uns gerade im Testzentrum zur Probenentnahme hier in Gangelt. Okay. Darf ich fragen, was ihr so den ganzen Tag hier macht? Ja. Wir sind vertreten mit ca. 8 Helfern, die die letzten 14 Tage hier im Schnitt tätig waren und unterstützt haben bei der Probenentnahme, die dann im Endeffekt im Labor ausgewertet wird und danach durch das Gesundheitsamt verwertet wird. Wann fangt ihr morgens an? Morgens geht es um 8 Uhr los und wir beenden quasi den Dienst um 15 Uhr. Und wie viele Fälle habt ihr mittlerweile, die Proben von wie vielen Fällen habt ihr mittlerweile so entnommen? Wir sind aktuell bei ca. 1600 entnommenen Proben, davon natürlich nicht alle positiv, sondern auch tatsächlich Proben, die der Sicherheit dienen, um einfach Gewissheit zu bekommen. Die 8 Helfer, die hier tätig sind, sind das immer die gleichen oder wechseln die in verschiedenen Schichten, weil die Leute sind ja auch irgendwo berufstätig? Ja, die Helfer machen das alles komplett ehrenamtlich, das heißt, wir haben oftmals Doppelungen im Rahmen der Schichtabläufe. Aber die Helfer sind nach wie vor motiviert bei der Sache und unterstützen das Ganze auch mit voller Kraft. Und natürlich kommt es auch zwischendurch zu Wechselungen im Rahmen der Schichten, aber grundsätzlich haben wir ein festes Stammpersonal hierfür vorgesehen. Okay. Bis wie viel Uhr ist diese Einrichtung tagsüber zu erreichen? Oder geht das die ganze Nacht durch? Die Einrichtung ist täglich von 8 bis 15 Uhr telefonisch zu erreichen. Dort wird dann ein Termin vereinbart und dann kann der Patient bzw. der Betroffene im Rahmen seines Termines hier vorbeikommen und sich auf das Coronavirus testen lassen. Im Rahmen seines Termines, das heißt, ich kann nicht einfach aufstehen morgens und mich unwohl fühlen und einfach mal vorbeischauen und sagen, bitte testen mich. Dafür brauchen wir tatsächlich eine Überweisung vom Hausarzt bzw. vom kassenärztlichen Notdienst oder von einem Arzt anderer Institutionen, um dann hier tatsächlich auch den Abstrich entnehmen zu können. Jetzt habe ich diesen Abstrich gemacht, der ist positiv. Wie erfahre ich davon? Ja, das Gesundheitsamt wird sich nach dem positiven Abstrich mit der Betroffenen oder den Patienten in Verbindung setzen und das Ergebnis mitteilen. Ob positiv oder negativ, in jedem Fall gibt es eine Rückmeldung. Oh. Vielen Dank, Herr Blüthmann. Jetzt schauen wir mal durch die Räume, und zwar so weit, wie wir uns bewegen dürfen, würde ich sagen. Genau. Okay, dann legen wir mal los. Auf eine nicht aufgezeichnete Frage, warum man für eine solche Teststelle eine Turnhalle gewählt hat, betonte Herr Blüthmann, dass nur in großen, weitläufigen Arealen, wie einer Turnhalle, die Möglichkeit besteht, dass sich Personen mit hinreichend Abstand voneinander aufhalten, ohne sich gegenseitig anzustecken. Aus diesem Grunde sei es auch unumgänglich, dass jeder die Einrichtung dann aufsucht, wenn er einen Termin erhalten hat. Ohne Termine würde es sonst zu unkontrollierbarem Aufeinandertreffen und zu Ansammlungen mit eventuell infizierten Personen kommen. Und genau dies soll vermieden werden und können nur durch Terminvergabe und Einhalten der Zeiten und Bedingungen gewährleistet werden.